So, grüß euch, servus. Heute zeigen wir euch die Combo Incline der Firma Hammer Strength. Eine wirklich sehr schöne Übung, um eben die Druck- und Zugbewegung zu trainieren und vor allem auch den Rumpf stabilisierend mit dabei zu haben. Der Daniel zeigt euch, wie das Ganze auszuführen ist. Wir haben jetzt hier einmal unten den Arm beladen und auf der anderen Seite hier drüben. Das heißt, dieser Arm ist jetzt ein Druckarm und auf der anderen Seite ist eben die Zugbewegung dabei. Und wir führen euch jetzt eine Variante vor, wo eben die Hüfte sich mitbewegt. Ganz wichtig ist hier vor allem, dass sich zuerst die Hüfte bewegt und dann die Arme eben nur als Hebel mitarbeiten. Daniel macht es einmal vor. Jawohl, sehr schön. Dadurch haben wir wirklich schön die Rotation eben im Rumpf mit dabei. Sehr schön. Und wir achten vor allem auch darauf, dass die Fußstellung so gewählt ist, dass eben der vordere Fuß beim Zugarm ist. Gut. Die zweite Variante ist, dass wir eben die Hüfte festmachen und dass wirklich die Bewegung nur aus den Armen passiert und dass hier eben der Rumpf dann eben stabilisierend arbeiten muss. Führt das mal aus. Jawohl. Sehr schön. Hier ist eben der Zug größtenteils eben, oder beziehungsweise der Druck größtenteils eben aus den Armen. Die Hüfte bleibt eben dort fest. Gut. Das war die Ground Base Combo Incline der Firma Hammer Strength.